sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 25 neue E-Bürgerbusse für Hessen übergeben am Bürgerbustag in Marburg. Dafür gibt das Land 1,1 Millionen Euro, und man höre genau zu, unter anderem das bürgerschaftliche Engagement zu fördern. Der erste Bürgerbus in Hessen wurde in meiner Heimat initiiert, aber sicherlich nicht, weil man der Meinung war, dass die Bürger neben ihrer zahlreichen ehrenamtlichen Arbeit noch ein wenig mehr machen könnten. Nein, im Gegenteil, weil die Menschen schlicht und ergreifend einfach nicht mehr zum Arzt oder zum Einkaufen kamen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Weil das Land sich seit Jahren mit einem 3-prozentigen Anteil originären Landesmitteln an der Finanzierung des ÖPNV durchgemogelt hat. All den ehrenamtlichen Bürgerbusfahrerinnen und Fahrern gilt unser herzlichster Dank. Sie gleichen das aus, was Hessen nicht leisten will. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, das Ehrenamt ist nicht der Lückenbüßer für eine schwarz-grüne Landesentwicklung, die ganze Teile unseres Bundeslandes damit abhängt. Selbst wenn Sie sich jetzt bemühen, die Landesfinanzierung zu verdoppeln oder, sagen wir mal, Sie verdreifachen die vielleicht auch, dann muss man an dieser Stelle auch sagen, dass die Kommunen weiterhin 90% der Finanzierung tragen. Es geht weiter beim Thema Feuerwehr. Der Hilferuf aller 16 Bürgermeister, über alle Parteigrenzen hinweg übrigens, aus dem Werra-Meißner-Kreis. Die Investitionskosten für den Brandschutz sind kaum noch zu stemmen. Eine Kommune im ländlichen Raum ist momentan nicht in der Lage, beispielsweise 10 oder 20 Millionen Euro für Feuerwehrgerätehäuser zu investieren. Die Anforderungen und die Vorgaben sind enorm hoch. Und hier gibt es so viel zu tun. Wie kann man Standards senken, damit sich eine 3.000-Einwohner-Gemeinde noch eine freiwillige Feuerwehr leisten kann? Wie kann man ehrenamtliche Kameradinnen und Kameraden von Bürokratieaufgaben entlasten? Wie kann man Ausbildung fördern, oder wie kann man auch die Landesförderung erhöhen? Und das eine muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Wir als SPD-Fraktion im Hessischen Landtag stehen immer dafür, dass die Sicherheit nicht davon abhängig gemacht werden darf, ob ich in der Stadt oder auf dem Land wohne, ob ich in einer armen oder reichen Kommune wohne, meine sehr geehrten Damen und Herren. Beim Thema Gesundheitsversorgung, das Uniklinikum Marburg-Gießen, ja, das wurde im Jahr 2006 unter Roland Koch verkauft. Es ist das nahezu vollständig privatisierte Uniklinikum in ganz Deutschland. Und jetzt fehlen Investitionsmittel, und öffentliche Gelder sollen wieder her. Das Klinikum, das dient der Versorgung ganzer Regionen in Nord- und Mittelhessen, Osthessen bis in andere Bundesländer hinein. Und wir sagen und haben es schon oft gesagt, Privatisierung im Gesundheitswesen war und ist immer noch falsch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es darf nicht dazu führen, dass ganze ländliche Regionen komplett abgehangen werden und vom Sterben kleinerer Krankenhäuser ganz abgesehen. Kommunale MVZs, auch hier müssen die Kommunen das Problem des Ärztemangels selbst angehen. Gebäude, Anwerben von Ärzten. Es ist definitiv nicht mit unserer Verfassung vereinbar, dass die Gesundheitsversorgung jedes Einzelnen in unserem Bundesland davon abhängig ist, ob meine Kommune in das Gesundheitswesen investieren kann oder nicht. Ich könnte die Liste der Themen fortführen. Fördervereine betreiben im ländlichen Raum ganze Schwimmbäder. Kita-Gebühren in Hessen sind davon abhängig, ob die Kommune Geld hat oder nicht. Und die Musikschulen im ländlichen Raum, die stehen zur Debatte, wenn nicht endlich ein großer Wurf dieser Landesregierung kommt. Als Opposition haben wir aber auch stets Forderungen, konkrete Forderungen formuliert. Ja, das hat auf der einen Seite natürlich etwas mit der Verteilung von finanziellen Mitteln zu tun. Wer den ländlichen Raum fördern will, muss kleine Kommunen finanziell besser ausstatten. Es hat aber auf der anderen Seite auch damit etwas zu tun,
welche Vision eine Landesregierung hat. Und hier geht es um Inhalte und Konzepte, z.B. attraktive Rahmenbedingungen für Unternehmensansiedlungen in besonders benachteiligten Regionen schaffen, Behörden und Bildungseinrichtungen aus den Ballungszentren heraus verlagern und nicht so eine Stellenschieberei von A nach B, die Abschaffung der Straßenbeiträge, die Investitionen in Krankenhäuser, eine Stärkung der Berufsschulausbildung und vieles, vieles mehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir dürfen Stadt und Land nicht weiter auseinanderdriften lassen, auch um politische Stabilität zu gewährleisten. Und da gucke ich hier zu meiner rechten Seite. Bitte überlassen Sie keinen Dorf den Rechten. Wir brauchen einen echten Plan für den ländlichen Raum, eine Vision und keine Symbolpolitik für die Übergabe von E-Bürgerbussen. Für diesen Dialog stehen wir als SPD-Fraktion im Hessischen Landtag jederzeit bereit. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.